Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bald ist es ja soweit. Ja, und wir fahren heute ein altes Szenario. Das war so, eventuell schon mal gefahren sind, weiß ich jetzt aber nicht genau. Baureihe 442 to Aachen on Express. Das ganze Ding ist von Ryan. Am 24.02. 22 erstellt worden. Ja. Und jetzt wohl noch aktualisiert worden vor 2 Tagen. Und ja. Wir machen es auf Socken. Link dazu findet ihr. In der Videobeschreibung. Gut. Und dann mal schauen. So. Fahren heute mal ein bisschen mit Schnee, habe ich überlegt. Oder machen wir eher Regen? Ne, wir machen mal richtig Gewitter. Gewitter haben wir auch schon ewig nicht mehr gehabt, ne? Also. Oder je nachdem, was das Wetter jetzt gleich rausspuckt. Wir gucken mal. Wir haben jetzt hier Umgebungsvarianten. Wir hauen Bewölkungsgrad rein, wir hauen den Be Niederschlag volle Kanne rein und den Nässegrad Vollgas. Sichtbarkeit Schnee wird wohl automatisch kommen. Schließen. So, beginnen. Ich glaube. Soll es eigentlich sitzen bleiben? So. Und wir sind auf jeden Fall in Köln. Bei meinem Glück so ist es draußen schon am Schneien. Warte mal, eben nach draußen fliegen. Ja, es ist am Schneien. Hat gerade frisch angefangen. Ja, damit kann man leben. Was brauchen wir auf jeden Fall noch? Den Fummel. Der ist auf 1. Was haben wir denn noch? Wir haben einen Fist. Wir fahren nach Aachen, ne? Den RE9, glaube ich. Ja, übernehmen. Und übernehmen. Grundansicht. Ja, sind wir schon ewig nicht mehr gefahren, das Ding, ne? Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Ryan hier gebastelt hat. So, Türen schließen. Abfahrt wird wohl jetzt sein. Wir fahren direkt durch. Ach so, wir fahren direkt in einer Tour durch. Gut zu wissen. Das heißt, auf wie geht's? Ab nach Aachen. Nee, halten, 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 halten. Mist, 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 Mist. Das war jetzt fast ein Fehler. Halt den Hobel an. Was schön wäre natürlich gewesen, wenn er noch irgendeine Lackierung gehabt hätte. Aber gut. So. Ja. Was wir auf jeden Fall brauchen ist, neben dem Halt-Ding Scheibenwischer. Ist aber auch blöd gelaufen. Ja, ein bisschen schneller kann ruhig schon noch gehen. So. Und ja. Wieso hat er mir jetzt beide Türen geöffnet? Verriegeln. Mist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann und wie und wo es weitergehen wird. Wo ist denn hier das Fahrzeug, das uns im Weg steht? Sag mir nicht, der gibt mir jetzt komplett eine Gegengleisfahrt. Nee. Nö. Worauf warten wir denn? Wir haben hier einen kleinen. Okay. Also, wir sollen nach Aachen. Richtig, richtig. Hier ist eine Fahrstraße. Fahrstraße ist frei. Hier ist sie geschlossen. Das heißt, wir warten auf. Ne, warte mal. Die ist frei, die ist frei, die ist frei. Richtig, richtig. So, das ist die hier. Und die können
kommt mit uns gleich in die Quere, wa? Und wie auch immer. Nee. Doch hier. Hier ist ein Signal, das steht auf Fahrt. Das ist jetzt natürlich richtig mies. Müssen wir jetzt hier echt warten, bis dieser Zug, welcher da hinten rumfährt. Und bei meinem Glück kommt der erst aus Aachen. Hier ist noch frei, frei. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, ob da irgendwo ein Zug ist. Bei unserem Glück müssen wir eine Stunde warten. Eine Stunde warte ich garantiert nicht. Also bis jetzt ist hier noch kein Zug am Start. Da fährt was in die andere Richtung. Ne, 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 ne. Also das tue ich mir nicht an. Mm-mm. Ah, ah. Ich kann mal gucken, wann uns der jetzt zurück entgegenfliegt. So, lieber Rhein. Ich glaube, damit ist dein Szenario dann auch schon direkt wieder getötet. Ja, aber ihr seht ja selber, Sperrsignal ist auf Fahrt. Das Ding ist auch auf Fahrt. Rechts außen? Wer schickt den aber rechts außen vorbei? Und dann da rein. Das Problem ist also, diese Fahrstraße hätte eigentlich auch genauso gut hier rechts rum geschickt werden können. Dann wären wir komplett aus dem Schneider gewesen. Naja gut, also das heißt, wir fliegen diese entlang. Der fährt ja links am Bahnhof rum. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber krass, wie schnell der Schnee liegen bleibt, ne? So. Ne, das ist die gar nicht. Das heißt hier rum, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin. Und jetzt links. Ne, auch nicht. Hier links? Nein. Boah, will ich mich hier wenigstens auskennen, ne? Wo kann ich denn hinfliegen? Das sieht aber nach alter Bahntrasse aus, ja. So. Aber unter der Voraussetzung, dass bis hier immer noch kein Gegenzug ist, ne? Da steht absolut kein Gegenzug. Machen wir jetzt mal Trick 17. Ich würde sagen, wir verzichten auf das Szenario, dass der Ryan uns hier vorziehen wollte. Tut mir echt leid. Also, irgendwie ist hier auch kein Gegenzug. Nee. Das hat keinen Sinn. Also, bei aller Liebe nicht. Von daher probieren wir jetzt was anderes aus. Wir haben einen God-Mode, richtig? Richtig. Ja, hier ist auch kein Gegenzug. Wir haben einen God-Mode, wir bauen uns einen eigenen Intercity. So. Und tschüss. Machen wir es so. Trick 17. So, wir nehmen dieses wunderschöne. Ja, ist eigentlich egal, welches Gleis. So, das heißt, wir brauchen Runtime. Wir nehmen 110. 110 habe ich mal Lust drauf. Da steht sie. Aber das haben wir einen Fehler gemacht. Wir müssen uns also erstmal in die Lok setzen. Und erstmal wieder eliminieren. Beginnen. Das geht sogar. Ey, wie cool ist das denn? So, das heißt, den wieder löschen. Na, lösche aktuellen Zugverband. So, jetzt stehen wir wieder hier. Der hat aber immer noch halt. Na genau. Das Coole ist jetzt auch, dass dass dann sogar der eigene Zug wieder rausfährt. Das heißt, man kann sogar eigene Szenarien damit regeln. So, wenn wir jetzt so gucken, ich sag jetzt hier, wie heißt das, um Runtime-Link? Ja, wir scrollen mal eben nach oben. AVMMZ, oder wie heißen die Dinger? Na? Ah. RVD. 101, zack. War irgendwo hier unten dann, ne?
Oder machen wir einfach nur 1 und 1. So. RVD fangen die Dinge auf jeden Fall an. Wir haben ja eh Zeit, da kommt ja eh nichts. Also von daher. Ja. Oder NRM. Irgendwo hatten wir die neulich. Weil das hatten wir schon mal gemacht. Hubbins. Nein, ich möchte keine Roofs. Ich möchte. Special Loco 363. Nein. Owens, nein. Wir möchten Coach 80k, so, Bau, NRM. So, das hat geklappt. Das hat schon mal geklappt. So, und wir setzen dann hier jetzt. Damit wir weit genug weg sind, die 101 hin. Ne, Quatsch, 110, ne? 110. So. Dann setzen wir uns jetzt hier in diese Lok rein. Fahren wir halt dazu nach. Wir machen am Zug, ne? Ist ja egal. So. So. Route me to, wie heißt das Kaff? Aachen. Weiß zwar gar nicht zu welchem Gleis, aber wir sagen mal Aachen Gleis 1. Aachen Hauptbahnhof Plattform 1. So. Hat das gemacht? Hat da gemacht. Bahnhof ist sogar schon frei. Das ist gut. Das heißt, wir müssen jetzt noch eben den Hobel hier anschließen. Aufrüsten, ne? Wir müssen. Was brauchen wir denn noch? Wir haben Saft. Saft ist sogar an. Das geht alles. Das ist das. Das ist das. Hauptinstrumentenbeleuchtung an. Normal. Signalleuchten lassen wir reduzieren. Ach ne, geht nicht. Lokführerpultbeleuchtung können wir anmachen. Bremsschlüssel aktivieren. Führerbremsventil. Dann brauchen wir noch LZB. Sand. Stromabnehmer. So, Saft auf dem Hobel. So, Leuchtmelder-Test können wir mal auf einen machen. Keinen blassen Schimmer, ob das funktioniert oder nicht. Lüfter, Luftkompressor. LZB, PZB, ja. Was brauchen wir noch? Anzeigehelligkeit. Ja, wird schon richtig sein. Instrumentenbeleuchtung, Helligkeit. Ah, sie wird heller, wenn man lang genug wartet. Okay, okay, okay. Das ist doch schon mal schön. Dann müssen wir die Anzeige auch mal ein bisschen warten. So, guck an, da wird die, kommt die Sieferverlangung zur Geltung. Sehr schön. LED-Helligkeit, wunderbar. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Zugsammelschiene ist an. So, wir machen jetzt hier einen Rückwärtsgang rein. Außenansicht. Und fahren jetzt mal vorsichtig an die Wagen ran. Jetzt wird es noch interessanter, weil jetzt kommt sogar der Kollege, der jetzt auch auf uns warten darf. Oder halt auf diesen Gegenzug, aber ist egal. So, Bremse. Das war jetzt auch nicht so geplant, also nochmal. So, das ist das. Wir steigen aus. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, ne? Deswegen. Komm. Heruntersteigen. Sehr schön. So, dann kuppeln wir mal den Hobel hier an. Ist sogar angekuppelt. Hat er gemacht. Hat er komplett gemacht. Oh. Das ist schon mal schön. So, dann gehen wir jetzt hier auf die Außenansicht. Kann er jetzt die Türen öffnen? War ja ein Update. Nein, kriegt er nicht hin. Türen rechts entriegeln. Also entriegeln kann er die Türen nicht. Wir können sie nur links verriegeln.
Das kriegt er hin. Rechts entriegeln. Er macht sie nur auf der Seite auf. Ist zwar nicht so Ziel des Ganzen gewesen, aber ist okay. Aber immerhin haben wir schon mal welche offen. Da muss man mal so sehen. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwelche Türen auf. So, das heißt, wir brauchen jetzt natürlich noch Vorwärtsgang. Ja. Lokführerpultbeleuchtung, Ablend. Wir haben aber bestimmt noch irgendwo eine Lüfter. Luftkompressor, Leuchtmelder, Führerstands. Heizung, Heizung, Heizung. Ich muss auch noch irgendwie Licht in diesen Zug einschalten. Das ist ja auch noch so eine Sache für sich. Ablendlichtsignale, Spitzensignale, Instrumentenhauptbeleuchtung. Ja, ja, ja. Ach, warte mal, wir haben hier auch noch Licht. Führerstandsbeleuchtung aus. Instrumenten, Begleiterleuchte, die kann aus. Führerraumheizung, Thermofach, das Siefer können wir einschalten. PZB lassen wir aus, denn wir brauchen das noch für was anderes. So, die sind an, die sind an. Schubnamen mal hinten. Bremsmodus R. Muss doch noch irgendwo Beleuchtung in diesen dämlichen Zug hinten ankriegen. Was habe ich denn da? Scheibenwischer. Scheibenwischer. Ein. Scheibenwischer. An. So, Türen. Türensiefer. Mhm. Pfeife geht auch. Nee. Pfeife geht auch, aber ich habe immer noch kein Licht in den Schnellzugwagen aktiviert. Was habe ich denn da unten? Keine Ahnung. Fahrdienstleiter kontaktieren. Ja, Fahrt ist auf jeden Fall immer noch am Start. Oh, Lüfterschlag, Luftkompressor, Hauptschalter, Schornschalter, Schleuderschutz, Bremse lösen, alle Achsen sanden, Führerraum, Heizung, Leuchtmelder prüfen. Geht der nicht sonst? Hm. Ein. LED-Helligkeit. So, Instrumentenbeleuchtung. Aber wie mache ich denn jetzt Licht in den Wagen an? Ich weiß es nicht. Unter der Voraussetzung würde ich sagen. Egal, fahren wir einfach mal los. Wir wollen ja mal gucken, was der Hobel so schafft. Er hat ja eine Zulassung bis 160 eigentlich. Achso, wir haben Türen noch geöffnet. Beides verriegeln. Sehr gut. So. Mit Türen kann man auf jeden Fall vernünftig öffnen hier mit dem Hobel. So. Schade, dass mit dem Szenario nicht so 1A funktioniert hat. Aber ist egal. Ich will mal wissen, was geht. Im Schnee. Interessant wird es jetzt auch, wie schickt der uns überhaupt nach Aachen? Weil... ich habe keine Ahnung. Wie werden wir nach Aachen geschickt? Auf jeden Fall über einen interessanten Weg. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, der schickt uns komplett über das linke Gleis. Nee. Das weiß er selber noch nicht. Also die Fahrstraße, die er gewählt hat, macht irgendwie total keinen Sinn, wenn ich das so sehe, ne? Aber ist okay. Interessante Fahrstraße hat er sich ausgedacht. Unser Dispatcher. So. Jetzt haben wir sogar LZB am Start. Das macht die Sache natürlich noch interessanter. Jetzt habe ich die Karre abgewürgt. Also gleich haben wir LZB am Start. Da bin ich auch mal gespannt, was dann jetzt vorkommen wird. Weil mit LZB bin ich den Hobel auch noch nicht gefahren.
Oh, danke. Spiel, das war so ein schönes Thumbnail. Ma. So. Oh, 80 dürfen wir hinten ja noch fahren. So, Tempo 80, sagt er. Irgendwie kommen wir den Hügel hier gar nicht hoch. Keine Ahnung. Dafür ich schon fast Vollgas bin. Mit dem Rubel. So. Oh, wir dürfen hier auf jeden Fall jetzt Gas geben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt ihr denn? Was? Jetzt haut ihr mir hier schon eine Zwangse rein. Warum auch immer. Obwohl ich die nicht hätte bekommen dürfen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was er hat. Ich weiß nur, ob wir jetzt hier wieder die Lok abgeschossen haben. Und er mir schon direkt die nächste Zwangs reinwirkt. Hm. Also das war schon mal nicht... Ach, da kommt unser Gegenzug. Ja. Hat ja auch nur ein halbes Jahrhundert gedauert. Bremsen sind natürlich noch nicht komplett geleert. Das ist nämlich jetzt auch unser Problem gerade. So. Und wir versuchen jetzt mal wirklich das Ding auszufahren. Zugsicherungssystem haben wir ausgemacht. Dafür lassen wir uns das oben anzeigen. Und mal gucken. Also 160 gab es die mit Zulassung für die Hobel. Das hat es auch, dass der mir jetzt die Höchstgeschwindigkeit auf 140 reduziert anzeigt. Das war ja sonst auch nicht in dem Spiel. Ich sag mal so, was das Szenario betrifft als solches, sieht schon spannend aus. Wenn hier ein ICE rumsteht und so, ne? Der uns jetzt auch entgegenkommt. Nur weil wir halt nicht da wegkamen. Schade. Aber gut. Wow. Also viel Verkehr hat er ja gemacht. Also muss man dem Ryan ja lassen, ne? Nur der Spielstart ist halt ein bisschen blöd. Können wir gerade echt einen gelben Halt erwarten? Nee. So, wir sind jetzt auf Vmax. Also auf Vollgas. Und jetzt wird's interessant. Also 160 dürfen wir fahren. Fahren wir eigentlich überhaupt auf dem richtigen oder auf dem falschen Gleis? Ne, wir schicken uns so die Schnellfahrstrecke selber, ne? Aber Außengleis, ja. Macht da artig. Zumindest bis hier hinten. Ja doch, sieht alles gut aus. Komplett rechts außen.
bis Düren zumindest. Das ist schon nicht verkehrt. Ja. Also von daher alles gut. Einziges Manko ist halt wirklich, dass wir jetzt nicht die Beleuchtung drauf haben. Und ja, der Zug hat offiziell eigentlich nur 40 km/h Zulassung. Also die Lok. Praktisch lag die damals aber auch schon mal bei 160, je nachdem, welche Variante der Lokomotiven. Wurde aber über die Jahre dann reduziert auf 120, aber trotzdem waren ja auch Rekordlokomotiven, ne? Also die auch wirklich Rekordgeschwindigkeiten gefahren haben. Deswegen, wir werden sehen, was wir schaffen. Ich will es wissen. Weil wir hier so uns durchs Schneechaos schlagen. Wie gesagt, Zugsicherung lasse ich halt genau aus dem Grunde aus, weil der Hobel sonst eventuell nicht schneller fahren will und anfängt, uns Zwangsbremsung reinzuhauen. Ja. Mann, der Fell. Also 170 geht auf jeden Fall. Das haben wir schon mal raus. Jetzt sind wir auch gleich in der Geschwindigkeit, dass wir mit der Kamera den Zug nicht mehr erreichen können. Also noch 30 km mehr und jetzt mit Shift sind wir langsamer als dieser unbeleuchtete Nachtzug. Und hier ist wirklich schön viel Zugverkehr. Ich glaube, wir haben die V-Max erreicht. Von dem Hobel. Wir haben wirklich V-Max erreicht, ne? Ja, V-Max. Ah, geht aber auch bergauf. Gut, das lassen wir mal gelten. Wird auch mal wieder ebenerdig. Jetzt ist es ebenerdig. Na, mal gucken. Vielleicht wird er jetzt noch ein Ticken flotter. So. 175. 176. Ja, aber beschleunigt noch. Klar, es ist kein Dampflok, ne? Also Spirit of Steam hat uns ja mehrfach bewiesen, dass wir mit den Dampfloks immer noch schneller vorankommen als mit solchen Hobeln. Aber 180 mit der Lokomotive aus den 50er Jahren. Darf man nicht vergessen und das Ding beschleunigt weiter. Gerade wenn es jetzt hier bergab geht. Ah. Jetzt ist er noch 10 km/h langsamer. Ach, Karma langsamer als wir. Aber die 200, die schafft er noch. Der Hobel. Das kriegt hier hin. Auch wenn die Zulassung das nicht hergibt.
offiziell. 200 geht. Na, geht wieder bergauf, ne? Aber ihr seht ja selber, wir sind jetzt wirklich so in dem Tempo, weil wir den fast nicht mehr überholt kriegen. Oh ja, gut. Ist schon natürlich eine coole Sache. Aber es geht halt leider bergauf. Ich hoffe ja noch darauf, dass es irgendwann auch gleich mal bergab geht. Haben wir eigentlich hier so viele komische Ausweichgleise? Keine Ahnung. Sind auf jeden Fall hier wieder zu Ende. Fliegen wir bis zur Brücke vor. Können wir uns nochmal zum Spotten umdrehen. Weg ist er. Weg ist er, der Hobel. Ja, also. Aber knapp 200 geht es schon mit dem Ding. Das ist nicht verkehrt. Zur Info, Dachnall geht im Übrigen nur bis 180. Ah. So. Einziges Problem an der Sache. Irgendwann kommt dann ja auch das Hinweisschild, dass wir in Düren sind. Und dann müssen wir eh langsamer werden. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit und Luft. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Da kommt uns ein Zug entgegen. Also wie gesagt, von den Fahrzeugen, die hier unterwegs sind, ne? Ein sehr, sehr schönes Szenario. Nur der Anfang ist halt die Priorisierung ein bisschen schief gegangen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Kann der Hersteller aber ganz einfach machen, indem er einfach eins der Gleise auf der rechten Seite nimmt. Und ja. Normalerweise beispielsweise Gleis 6, 7, 8. Und dann nach Aachen fahren lässt, dürften die sich nicht in die Quere kommen. Also er und der erste Zug, der nach Köln rein will. Ja. Aber man muss halt auch sagen, es ist eines der ersten Szenarien gewesen, die im Creators Club auch hochgeladen wurden. Ja. Und entsprechend halt auch schon ein paar Monate her. Wobei ich jetzt echt gehofft habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders wegen dem Update, aber nö.
Okay, ich weiß auch nicht, wie es damals in TSW 2 war, ne? Also kann auch sein, dass das am Anfang gelaufen hatte und dann mit dem Wechsel auf TSW 3 eben nicht mehr. Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, wir gehen so langsam mal im Tempo runter. Einfach mal ein bisschen Leistung weg. So. Sind ja auch gleich schon in Düren. Deswegen. Ich habe noch nie mit dynamischer Bremse hier im Spiel mit dem Zug gar angefangen zu bremsen. Ich weiß nicht, wie gut das klappt. Wir reden jetzt hier von 20 km/h. Steht auf volle Kanne eingeschaltet. Na, hat keinen Sinn. Gut. Ja. Man braucht die normale. Warte mir, ich nur zwangs rein. So. Also ich fürchte, wir müssen echt anhalten. Na gut. Dann halten wir den Hubbel mal eben an. War aber schon bis hier eine schöne Reise, muss man auch ehrlich sagen. Jetzt sag mir nicht, die hat jetzt einen Bug. Doch, hat sie. Sie hat echt einen Bug in dem Fall. Gut. Haben wir das auch gelernt. So. So. Und fahren mit Sand. Auch noch so 20 Kilometer bis zum Ziel. Ah, Räder drehen durch. Bisschen weniger Leistung. Jo, dann sind wir irgendwann auch gleich mal in Aachen.
So. Keine Ahnung, oder hat. Manchmal ist das eben so. So. Ah, Grip ist wieder da. Und jo. Alles in allem würde ich mir natürlich ein bisschen mehr Verkehr wünschen, aber es ist im realistischen Maße erstaunlicherweise gewesen. Na, also nicht übertrieben, nicht zu viel, nicht zu wenig. War schon okay so. Irgendwie muss ich aber sagen, gefällt mir halt gerade von Einstein her. Ich muss mal eben gucken. Ich hatte die ja neulich mal im Stream runtergedreht. Steht zwar immer noch auf Ultra, aber Max FPS? Nein. Sieht genauso aus, wa? Das sieht genauso aus, So, Einstellungen. Was haben wir denn noch? Erweiterte Einstellungen. Bildschirmprozente. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt anwenden drücke? 50. Scharf. Unscharf. Das ist der Unterschied. Machen wir so 150. So. V-Synchronisierung. Ein. Aus. Max Fraps unbegrenzt. So. Keine Ahnung. So. Wir rüber, auf jeden Fall. Wir waren jetzt auf dem Weg nach Aachen. Und da müssen wir mal gucken. Was wir da mit unserem Sonderzug so machen, ne? Fährt der andere jetzt eigentlich hinterher? Ja, ne? Der Kollege, der durchfahren soll, der ist immer noch nicht hier. Was ist da denn los? Wir hätten eigentlich mit zwei Zügen jetzt quasi hinter uns sein müssen. Also der steht hier. Der wartet hier. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, die stehen immer noch hier. Ach! Was haben sie denn jetzt vor? Der in einem Bahn, an einem Bahnsteig, wo der andere zuvor ihm auch hin wollte oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hat jetzt auch, dass unsere Fahrstraße noch als Fahrstraße eingezeichnet ist. Naja, gut. Vielleicht habt ihr auch deswegen nicht Fahrt bekommen. Kann natürlich auch sein. So, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt, beziehungsweise nachher gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen ruhig mal einen Daumen nach oben. Und sonst, wenn ihr mal auf dem neuesten Stand sein wollt, solltet ihr vielleicht mal die Glocke aktivieren. Würde ich zwar mal von abraten, aber... Ja. Ja. Ansonsten mal gucken, was das Schneechaos hier noch hergibt. Auf den letzten 20 Kilometern.
müsste auch gleich dieser Bahnübergang sein, ne? Aber mit der Winterlandschaft ist das ganz natürlich schon schön. Ha. Interessant ist auch, dass es irgendwie kein Schneegewitter mehr gibt, ne? Und dass bei dem Winterwetter die Vögel zwitschern. Auch so eine Sache für sich. Hallo. Oh, ne, wir sind jetzt hier gleich in diesem verlassenen Bahnhof. Genau, stimmt. Erkennbar an dem einzigen Bahnsteig, der auch wirklich weiß ist. Das hat mich verdrückt. Na toll. Ja, soll auch egal sein. Wäre natürlich schön gewesen, hier zu stehen, zu spotten. Oh, da müssen wir jetzt eh aufpassen. Gas runter. So, den da oben können wir auch ausmachen. Ja. Interessant ist auch, dass wir anscheinend keine Zwangsbremsung kriegen, obwohl wir zu schnell... Ich nehme alles zurück. Ah ja. Diese Ruhe. Diese Ruhe. Also 120 dürfen wir auf jeden Fall ab hier fahren. So. Irgendwie will er nicht. So. Ja. Umsteigen wir mal wieder zu 120. So. Natürlich 13 Kilometer vom Ziel. Was auf jeden Fall auch auffällt, irgendwie schneit der teilweise die Windschutzscheibe durch. Ha. Ist das ein Eschweiler oder was? Ja, ich glaube schon. So. Dann
gehe ich jetzt gleich in den Tunnel rein. Haben wir noch Stolberg, und dann müssen wir schon fast da sein, ne? Diese zwei Haltestellen müssten noch offen bleiben. Und dann müssten wir schon wieder landen. Das werden wir auch nochmal machen. Wir werden das gleiche, was wir jetzt quasi machen, mal im normalen Fahrplan machen. Dann wird ein Zug mehr oder weniger sogar hinterher rangieren. Habe ich es überlegt. Ist, glaube ich, auch eine coole Sache. Ja. Schalten aber auf halt, ne? Ja. Das tun sie schon. Jetzt sind wir in Stolberg. Boah. Ja, warum nicht, ne? Ist gleich auch wieder ein Stündchen rum, wenn wir dann in Aachen sind. Irgendwie werde ich echt müde. Das ist nicht so gut. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Aachen Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So. Ziel erreicht. Hier ist eigentlich 140, ne? Ja. Bahnhof, ne, vorletzter, da kommt noch die rote Erde und dann sind wir da.
Interessant ist aber auch, dass diese Konstellation eigentlich seit den, ja, späten 80ern, frühen 90ern nicht mehr so gab, ne? Also die sind ja nach und nach auf dem Regional, also mit der Wende auch überwiegend nur noch im Regionalverkehr eingesetzt worden, diese Loks. Oder halt für den Güterverkehr. Und aus dem Schnellzugverkehr wirklich rausgenommen worden, ne? Also es ist quasi der Vorläufer von der 101, die 110, wenn man es genau nimmt. Gut, gab noch ein paar dazwischen, ne, aber so vom Prinzip her. So, müssen wir jetzt runterbremsen. Wenn man bedenkt, dass diese Lokomotiven, ich meine, ich kenne sie noch wirklich aus dem Verkehrsbild, ne, die gute Bügelfalte. Wenn man bedenkt, dass die Dinger so alt sind wie ein Käfer, das ist schon krass. Also älter als ein VW-Käfer. Je nachdem, welches Baujahr und so, ne? Ist das echt schon eine üble Sache. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, in welches Gleis wir einfahren. Und ja. Und nach 2 Meter sind wir stehen. Oh. Ach. Was geht? Wir fahren nach ganz rechts außen anscheinend. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, welches Gleis ich genau genommen habe. Ich weiß nur, ob wir nichts sehen. Bei dem Nebel. Ich hoffe, das ändert sich gleich in der Bahnhofshalle schlagartig. Oh, wir müssen auch aufpassen. Problem an der Sache ist auch. Jetzt habe ich nämlich das nächste Problem. Daran habe ich gar nicht darauf geachtet. Ziel erfüllt. Aha. 40 Minuten haben wir gebraucht für 70 Kilometer. Interessant ist, weil wir jetzt im Szenario sind, schmeißt er mich trotzdem wieder raus. Coole Sache. So, wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. War jetzt ein bisschen planmäßig was anderes als eigentlich gewollt. Aber Fakt ist, auf jeden Fall mit dem God-Mode kann man auch andere Züge im Notfall fahren. Das Szenario machte schon mal einen netten Eindruck. So im großen Ganzen, was wir so gesehen haben. Schade eigentlich nur, dass das halt mit der Abfahrt in Köln nicht so einfach funktioniert hat. Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Update. Nach dem letzten Update. Und das Problem ist dann behoben. So, damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.